Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Lange wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das einen ganz netten Nebeneffekt hat. Und zwar sind wir einmal hier in der Zone Zaralak-Höhlen und dort bin ich im Hauptgebäude im Loam und zwar ist es auf den Koordinaten 56, 55 und dort können wir uns von einer Händlerin ein Toy kaufen und die steht hier ganz in der Mitte, das ist die Gastwirtin und die hat dementsprechend ein Toy, was wir uns ja kaufen können. Ein Kupfer kostet das, also nicht wirklich viel. Und dafür braucht man, soweit ich das sehe, keine Ruhmstufe. Manchmal ist es so, dass die Ruhmstufen nicht angezeigt werden, die man benötigt, wenn man sie dementsprechend schon absolviert hat. Ich bin jetzt hier noch relativ am Anfang von dem Patch, bin gerade auf Stufe 7. Also ab der Stufe könnt ihr es euch auf jeden Fall holen. Das Ganze schimpft sich neues Tonicom Niffen Schnüffelex. Und ja, das können wir uns jetzt einmal kaufen. Wie gesagt, für ein Kupfer. Und dann schauen wir uns mal an, was das macht. Das neue Tonicum Niffelschnupfex blockiert sämtliche von Nasen anderer Leuten produzierten Geräusche. Garantiert nützlich für alle, die keine Niffelgeräusche oder generell kein Geschnüffel mehr hören möchten. Also diese Viecher hier machen ja einiges über ihre Nase oder sehen ja schlecht. Dementsprechend schnüffeln die viel und das kann man damit so ein bisschen unterdrücken. Also wen das arg triggert. Ich habe jetzt mal einen Sound, ehrlich gesagt, eh nicht so laut. Deswegen habe ich das immer nicht so wirklich gehört. Aber wenn wir jetzt mal so einen anklicken. Die Suppe heißt euch willkommen. Hey, ihr da, kommt näher. Ich will euch besnuppern. Ah, doch, hört ihr da mal. Die schnüffeln immer so. Das kann man halt damit anscheinend unterdrücken. Jetzt testen wir das mal. Neues Tonicum. Perfekt. Mein Addon blockt das schon. Dann müssen wir hier einmal einen Relog reinhauen. Und dann können wir das danach mal testen. Also, ja. Ob wir jetzt dieses Geschnüffel mit dabei haben oder nicht, ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig, aber ist ein ganz nettes Ding. Vor allem habe ich jetzt bei meinen Durchgequeste die Dialoge sehr laut gedreht und dann hat man natürlich den ein oder anderen von diesen Niffeltüten dabei, der dementsprechend ja quasi sein Geschnüffel hat und das kann man da vielleicht ein bisschen blocken, aber sonst stört es mich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht. Aber jetzt werden wir es ausprobieren, ob das auch wirklich das Geschnüffel unterdrückt und dass es nicht nur dran steht. Ich hatte nämlich teilweise in der Vergangenheit auch Toys, die dann tatsächlich nicht ganz so funktioniert haben und ja, jetzt probieren wir das einmal aus. Da haben wir natürlich die Problematik, dass das hier relativ lang lädt, weil ich doch einige Addons drauf habe. Seit dem Patch spackelt da tatsächlich einiges rum. So, jetzt müssen wir nochmal genau gucken, wie das heißt. Das habe ich jetzt leider nämlich nicht mehr in dem... jetzt habe ich das hier nicht mehr drin. Na gut, jetzt müssen wir nochmal gucken. Jetzt habe ich das blöderweise auch nicht mehr im Chat. Warte mal, dann geben wir einfach... Loam. Ah, seht ihr, da haben wir es. So, jetzt können wir es auch tatsächlich einsetzen. Und jetzt sprechen wir nochmal mit so einem Typen. Nicht interagieren. Wenn ich die anklicke, habe ich jetzt hier keine Schnüffelgeräusche tatsächlich. Nö, sind tatsächlich komplett unterdrückt. Das können wir, es ist vor allem auch durchgehend drauf, so wie es aussieht. Scheint zu funktionieren. Gut, das ist ein nettes kleines Toy. Mehr ist es tatsächlich nicht. Und ja, damit sind wir tatsächlich auch wieder durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chila, bis zum nächsten Mal. Ciao.